Go4Gold Podcast von Antje Heimselt. So steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt. Heute soll es um Tipps für mehr Ausstrahlung beim Kunden im Verkauf, auf der Bühne, bei der Präsentation in einem Unternehmen gehen. Letzten Montag hielt ich einen Vortrag, Eröffnung des Stellwerks 18 in Rosenheim. Vor mir sprach Wolfgang Mader. Er erzählte uns über das Race Across America, das er gefinisht hat. Das sind 4.800 Kilometer und circa 58.000 Höhenmeter in 10 bis 12 Tagen. Eine Wahnsinnsleistung. Nach mir sprach Christian Neureuther. Und er holte dann auch noch Rosi Mittermeier auf die Bühne. Und das Ganze war unwahrscheinlich stimmig. Es war für mich einer der schönsten Speakerabende, die ich erlebt habe. Wir Redner haben so gegenseitig aufeinander verwiesen. Immer wieder auch das ein schon vom Kollegen genanntes Beispiel nochmal erwähnt, herangezogen. Der ganze Abend wirkte so, als hätten wir uns schon vorab ein paar Mal getroffen, um den Abend zu besprechen, zu gestalten. Nein, dem war nicht so. Es war eine Spontanveranstaltung. Es gab wunderschöne Bilder, gemacht von Manfred Huber. Und auf diesen Bildern, die ich auf Facebook geteilt habe, sieht man, wie ich aus mir heraus einfach strahle. Das Strahlen steht für einen Wahnsinnsflow, den ich an diesem Abend hatte. Ich habe um mich herum bis auf das Publikum wirklich alles ausschalten, ausblenden können, war voll und ganz mit dem Publikum verbunden. Und das sieht man mir eben auch an, sieht man meinem strahlenden Lächeln an. Ja, Lächeln kann man üben, allerdings sollte Lächeln immer etwas Echtes sein, nichts Aufgesetztes, nichts Künstliches. Und es lohnt sich eben zu lächeln beim Kunden, im Verkaufsgespräch, auf der Bühne, bei einer Präsentation, denn das Lächeln, das wir aussenden, das kehrt zu uns zurück. Gehen Sie doch mal in der Stadt zum Beispiel über die Fußgängerzone und lächeln Sie Menschen an. Was passiert? Genau, viele werden zurück lächeln. Lächeln ist ansteckend. Darüber hinaus tun sie etwas für ihre Gesundheit, denn es wird ein positiver Gefühlscocktail, Chemiecocktail ausgeschüttet und da zahlen sie auf ihr Gesundheitskonto ein. Dann setzen sie ihren Körper ganz bewusst ein. Hier werde ich nie vergessen, ich war 2014 mit 99 Kollegen beim Lee Strasberg School in New York auf einem Speaker-Training. Am letzten Tag bat mich ein Trainer, 5 Minuten aus meinem Vortrag zu präsentieren. Nach 2 Minuten unterbrach er mich und fragte, hey, what you are doing there? Ja, was tue ich da? Ich habe dann geantwortet, das, was ich gelernt habe in einem Präsentationscoaching, ich müsse mich mehr bewegen, mehr meine Hände einsetzen, meine Arme. Und er fragt mich dann, ob ich mich denn damit wohlfühle. Sage ich, nein, aber ich habe eben gelernt, ich solle mir den Raum nehmen. Und er hat dann mir empfohlen, nur genau das zu tun, womit ich mich wohlfühle. Und heute vertraue ich eben darauf. Ich sehe das dann immer wieder in den Aufzeichnungen, dass ich da anfangs noch eher ein bisschen spärlich bin. Und dann kommen die Hände und Arme von selbst. Denn ich werde auch nicht vergessen, wie eine Kollegin auf der GSA-Convention einen Vortrag hält und ich vermute mal vorab auch in einem Präsentationscoaching war und ihre Gestik und Mimik abrief, aber eben nicht passend zu den Inhalten und ihren Worten, sondern sie hatte garantiert auch im Kopf den Gedanken, ey, ich muss mir den Raum nehmen, ich muss meine Arme und Hände nutzen.
aber das Ganze wirkte an der Stelle dann eben künstlich. Achte auf deine oder achten Sie auf Ihre Körperhaltung, Schulterblätter zurück, Knie locker, nicht durchgedrückt, denn dann werden Sie bei möglichen Angriffen instabil, denn so im Außen wie im Innen. Schulterblätter zurück, Kinn gerade oder leicht über der senkrechten. Und ich bin eine große Frau und ich habe dann die Tendenz schon mal vor kleineren Kunden und gar Männern mich auch klein zu machen. Und das ist aber eben nicht gut für die Ausstrahlung. Daher hat mir mal eine Kollegin empfohlen, setz dir doch im Kopfkino eine schöne große gelbe Krone auf. Du bist eh eine Königin. Und damit die Krone nicht runterfällt, musst du eben wirklich ja deinen Kopf gerade halten. Und ja, das Bild nutze ich noch heute an Tagen, wo ich merke, ich mache mich körperlich klein, um mich wieder aufzurichten, damit mir eben die Krone nicht vom Haupt fällt. Also Visualisierungstechnik hilft an der Stelle. Genauso habe ich im Stimmtraining bei Nicola Tiggeler die Engelsflügel mitbekommen, denn diese Engelsflügel geben mir automatisch mehr Raum in einem Vortragssaal. Im Gespräch gehen Sie mit Ihrem Oberkörper leicht in die Richtung Ihres Gegenübers, auf keinen Fall weg von. Machen Sie sich bewusst, wie das Armverschränken auf Ihr Gegenüber wirken könnte. Ja, ich weiß, nicht jedes Armverschränken steht für ich bin verschlossen. Und doch könnte es sein, dass beim Gegenüber etwas anderes ankommt. Im Stehen bitte die Hände vor den Körper, am besten Höhe Bauchnabel, nicht hinter den Körper und schon gar nicht in die Hosentaschen. Das mache ich nur ganz gezielt und bewusst, wenn ich in einer Diskussion mit meinen Seminarteilnehmern wieder etwas Ruhe reinbringen möchte, denn das kann beruhigen. Auf der Bühne gehören die Hände auf keinen Fall in die Hosentaschen. Dann zeigen Sie wirklich echtes, richtiges Interesse an Ihrem Gegenüber. Das entsteht dadurch, dass Sie Fragen stellen, offene W-Fragen. Achten auf das Fragezeichen, denn gerade erst heute habe ich zwei E-Mails bekommen. Die eine fing an mit, ich hoffe, es geht dir gut, Punkt. Ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Es ist ja ein Satz mit Punkt, es ist keine Frage. Und es ist eine geschlossene Frage, darauf könnte ich dann antworten mit gut oder schlecht, wobei ich weiß, dass die meisten Menschen mit schlecht gar nichts anfangen könnten, beziehungsweise gar nicht wüssten, wie sie jetzt reagieren sollten. Die andere E-Mail begann, ich hoffe, Sie haben das schöne Wetter am Wochenende noch genießen können, Punkt. Ja. Auch auf diesen Satz werde ich jetzt nicht wirklich antworten und irgendwie schildern, wie ich mein Wochenende zugebracht habe, denn hier fehlte das Fragezeichen. Aktives Zuhören und echtes Interesse zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich präsent bin in diesem Gespräch, dass ich nicht in meinen Gedanken in der Vergangenheit oder Zukunft bin oder beim Zuhören zum Fenster rausschaue oder gar ins Handy. Steigen Sie immer wieder in die Schuhe Ihres Gegenübers oder gar Ihres Publikums im Vortragssaal, fühlen Sie hinein und reagieren Sie entsprechend. Ja, letztens meinte ein amerikanischer Redner, er würde immer wieder feststellen, dass in Deutschland viele Redner mit wenig Begeisterung auf der Bühne wären. Dem schließe ich mich an. Dasselbe gilt im Übrigen für Führungskräfte. Es gibt eine Studie von einem Kollegen, veröffentlicht in seinem Buch, die aussagt, dass über 50% der Führungskräfte nicht begeistert sind, keine Leidenschaft haben für das, was sie tun. Und das ist ja dann für mich schon mal ein Widerspruch in sich, weil wenn ich nicht begeistert bin von dem, was ich tue, wer dann, wieso sollten dann meine Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten oder Zuhörer im Vortragssaal oder Konferenzraum begeistert sein von mir, dem Produkt oder dem Unternehmen? Daher, Motivation setzt voraus in meinen Augen Lebensfreude und Spaß. Spaß ist eben auch mal spontan über den Witz lachen zu können.
aber eben auch eine Lebensfreude aus dem tiefsten Inneren heraus. Ich unterscheide hier ganz gerne zwischen Leidenschaft, das, was viele Sportler zeigen, leben, aber sie leiden eben auch oftmals im Training für ihren Sport. Im Job, in der Wirtschaft nutze ich gerne das Wort Begeisterung. Dann Fehler offen zuzugeben, sorgt für ja Ausstrahlung. Perfektionismus führt oftmals eher dazu, dass man auf Ablehnung beim Gegenüber stößt. Also eine reine Perfektion kann auch abschrecken. Jemand, der einen Fehler zugibt oder auch mal zugibt, dass er auf eine Frage keine Antwort weiß, selbst das erstmal nachlesen möchte und muss und die Antwort dann nachreicht, wirkt viel sympathischer. Ich empfehle durchaus auch Redner, die ich ausbilde, anfangs, dass sie es durchaus mal zugeben auf der Bühne, dass sie Lampenfieber haben. Man kann das ja charmant verpacken. Also zum Beispiel, ach, jetzt bin ich Mentalcoach und erwischt es mich gerade selbst bezüglich Lampenfieber und Nervosität. Aber ich weiß ja auch darum, dass Lampenfieber zum Beispiel sicherstellt, dass ich mich bestmöglich auf sie vorbereitet habe. Also ich kann dann mithilfe vom Lampenfieber eine Brücke schlagen zum Vortragsthema. Also geben Sie zu, wenn Sie sich geirrt haben, denn Irren ist menschlich. Sie zahlen auch auf das Konto Ausstrahlung ein, wenn Sie nicht ständig Aufmerksamkeit und Beachtung fordern, wenn Sie nicht auf jeder Party, in jedem Gespräch immer im Mittelpunkt stehen müssen. Gestern Abend hat sich bei den Weltreiterspielen in Tryon die deutsche Simone Blum den Weltmeistertitel geholt. Die erste Frau aus Deutschland, die bei den Weltreiterspielen bei einer Weltmeisterschaft den Titel erringen konnte. Heute ging ein wunderbarer Film dazu, eine Hommage an ihr Pferd durch die Social Media. Darunter schreibt jemand herzlichen Glückwunsch und macht Werbung in eigener Sache. Und das hat da in meinen Augen eben überhaupt nichts zu suchen. Wenn ich jemanden gratuliere, dann bleibt die Aufmerksamkeit bei der Person und nutze ich nicht dazu, mich selbst gleichzeitig ins Licht zu stellen oder auf meine Dienstleistung aufmerksam zu machen. Seien Sie rücksichtsvoll. Dazu gehört auch Danke zu sagen, sich zu bedanken, zum Beispiel beim Umfeld, das einen unterstützt hat, damit man überhaupt die gezeigte Leistung abrufen konnte. In meinen Augen wird heute viel zu selten Danke gesagt und nicht Danke sagen ist wie ein Geschenk verpacken und nicht verschenken, weil oftmals glaube ich wohl, dass Menschen innerlich dankbar sind, bringen es aber einfach nicht zum Ausdruck. Auch Respekt gehört dazu, Respekt vorzuleben, den Respekt, den sich ganz viele Menschen wünschen, diesen selbst vorzuleben, das gibt Pluspunkte. Vorsicht mit dem Thema Berührungen, jemand einfach an der Schulter anzufassen, das mögen viele nicht. Also auch ich finde das als Frau nicht so super, wenn mir da einfach ein Mann, wildfremder Mann an die Schulter fasst. Auch eine Umarmung, gerne mit vertrauten Personen, ein freundlicher Handschlag, klar. Ja, Berührungen setzen Glückshormone frei, aber immer Vorsicht, bei wem Sie es tun. So, jetzt haben Sie es vielleicht eben mitbekommen, bei mir ging's Telefon und Chris hat gesagt, ich darf das ruhig einbauen. Chris Brosch hat bei mir eine Ausbildung besucht und hat gerade das Zertifikat rausgesucht und im Büro aufgehangen und war so berührt und wollte einfach Danke sagen, weil es, ja, der Besuch bei meinem Seminar hat sein Leben verändert. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie und darf jetzt erleben, was es eben bedeutet, als Coach zu arbeiten. Und er gehört zu den wenigen Menschen, die mich das immer wieder spüren lassen, die mir das immer wieder zurückgeben, ob per E-Mail oder Anruf und Danke sagen. Ich spiele das dann gerne zurück, weil ich weiß natürlich auch, dass wenn Chris sich nicht so auf den Weg gemacht hätte, so viel Mut gehabt hätte,
auch so, hat so viel Netzwerken betrieben, hat so viel Menschen jetzt kennengelernt, macht YouTube-Filme und so weiter, ist echt super engagiert. Wäre es natürlich auch nichts geworden. Und so haben jetzt hier wir beide was davon und viele Menschen darüber hinaus. Also nochmal so viel zum Thema Danke sagen. Dann gibt es von Sean Anker einen TED. Den können Sie sich mal anschauen. Wenn es uns gelingt, unser Gehirn in einen positiven Zustand zu bringen, dann ist eben viel mehr möglich. Dann sind wir im Verkauf besser. Wir sind produktiver, innovativer, kreativer. Und gute Laune steckt eben an. Wir hellen dadurch auch die Stimmung von anderen Menschen auf. Und daher immer wieder wichtig, wir müssen natürlich nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche immer tschakka gut gelaunt sein. Das ist nicht das Leben. Aber es gibt eben in immer wieder Phasen, ja, neben Phasen der Trauer, wenn wir zum Beispiel Menschen verabschieden müssen oder nach Trennungen, aber die meiste Zeit des Lebens gibt es keinen Grund für schlechte Laune. Daher pflegen Sie den Optimismus versus Pessimismus. Sorgen Sie für Glücksmomente, beziehungsweise nehmen Sie diese wahr und machen Sie sich immer bewusst, wir leben in Deutschland in einem der reichsten Länder der Welt und ich selbst habe überhaupt keine Idee, wo diese 18% AfD-Wähler herkommen, woher diese mega Unzufriedenheit, denn wir gehören auch zu den Ländern, die weltweit mit am wenigsten arbeiten. Aber das soll ein ganz anderes Thema sein. Also, auch mit Humor klappt's natürlich, auch mit Komplimenten, den Menschen wirklich echte Komplimente zu machen, so wie Chris eben mir ein echtes Kompliment gemacht hat. Denn aufgesetzte Komplimente, unehrliche Komplimente, das merkt unser Gegenüber sofort. Auch mal kleine Geschenke machen, Giveaways bei Selbstständigen oder Unternehmen wie Kugelschreiber, aber mal der andere Kugelschreiber, wie Postkarten, E-Mails mit einem Danke zu den, ja, zu anderen Terminen als ausgerechnet zu Weihnachten oder Ostern. Ab und dann bekomme ich mal einen Blumenstrauß oder wenn sich Kinder und Jugendliche bei mir bedanken wollen, dann liegt eine selbstgebastelte Seife vor der Tür, eine selbstgebastelte Blume aus Seide oder eben im Winter selbstgebackenes. Seien Sie ehrlich und aufrichtig. Vertrauen kann nur entstehen, wenn man selbst aufrichtig ist und nicht den Menschen immer nach dem Mund redet. Gerade wenn man wie ich auf der Bühne steht, dann ist es wichtig, auch eine Meinung zu haben, einen Standpunkt zu haben, nicht immer Kuschelkurs zu fahren, sondern auch zu provozieren. Und als letztes für heute, bleiben Sie neugierig und offen. Offenheit gegenüber auch Anregungen, tauschen Sie sich immer wieder aus, denn es gibt sowieso nicht das Erfolgsrezept, Motivationsrezept, Rezept für Optimismus, sondern jeder geht da seinen eigenen Weg. Wir sind alle einzigartig. Es gibt uns kein zweites Mal wie eine Schneeflocke. Und daher, ja, es ist ganz wichtig, auch den eigenen Weg zu finden. Lassen Sie sich auf Umwege zum Ziel ein. Denn ohne Umwege geht's bei langfristigen Zielen auch nicht. Die bucht man sozusagen schon mal gratis mit. Und erreichte Ziele geben uns eben wieder Energie für neue, noch größere Ziele. Und diese Energie, die wirkt aber auch im Außen, die bucht auf Ihr Konto Ausstrahlung ein. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsoeth-academy.com beziehungsweise www.antje-heimsoeth.com. Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao und bis bald, eure Antje Heimsoeth.